Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. Ich sage, starten wir mal rein. So, Freunde Nacht, jetzt wird gelacht, jetzt wird gezockt. Und zwar Tomb Raider, Legacy of Oda, Nobunaga. Ah, nein! Bin da reingefallen. Betätige. Danke. Einfach da durch. Die Schwerter ignorieren wir jetzt. Ja. Wenigstens Second Try hier. Ah, das schaff ich nicht, das schaff ich nicht. Komm, betätige, betätige. Ja, ich hab's geschafft. Gott sei Dank. Prima. Das hat doch schon mal funktioniert. Ups. Ja komm, hüpf darüber. Was ist los, Lara? Ja, ein bisschen Licht war nicht verkehrt, ne? Hm. Ja, okay. Machen wir das so. Wie komme ich nochmal? Ach ja, genau. Das war auch sehr tricky hier. Ist irgendwie so eine Art Hebel. Wenn man Glück hat, greift Lara irgendwann danach. So wie jetzt. Genau auf Position. Dann nach der Kante. Ups. Ja, warum auch immer. Irgendwie ist das jetzt hier halt so. Ach, sag ich schon den alten Fisch gleich. The same old fish quasi. Nee, noch nicht. Erstmal einen alten Fisch mitnehmen. Aha. Let's see if fish eat fish too. A fish eat a fish too. Okay, okay, okay. Dann machen wir das mal. Machen wir Raubtierfütterung hier. Und das Gute ist jetzt, das kann ich jetzt stilvoll, ganz gemütlich eintauchen. Piranhas sind auf einmal meine besten Freunde. Ach, da liegt ja noch was. Vom letzten Mal glatt übersehen. So, jetzt einfach hier nach oben. Also hier habe ich auch geflucht und gesucht.
und gegoogelt, gebe ich ja zu. Weil ich einfach nicht gefunden habe. Komm, first try. Jawoll. Warte nochmal. Genau, bei der Schalter. So, dann gehen wir mal hier raus. Und dann war hier so ein versteckter Schalter. Oder Mechanismus. Genau, diesen hier meine ich. Jetzt hilft der Rat, wo ich wieder rauskomme. An meiner Lieblingsstelle. Nein! Kein Rumgezicke hier, okay? Ich könnte jetzt mal versuchen, das Geheimnis zu lüften. Jetzt noch ein schönes Geheimnis. Das möchte ich ganz gerne mitnehmen. Wie war das jetzt nochmal? Hä? Wo ist denn das? Wo muss ich da nochmal hin? Muss ich da hin? Ich glaube, ich muss erstmal eine Plattform tiefer. Ah, halt dich fest! Ups. Genau, da muss ich hin. Ah! Oh. Oh, hier muss man auch so einen Spezialsprung machen. Ja, hat funktioniert. Her mit dem Geheimnis. Aha. 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 Ja, das sollte ja ein normaler Sprung werden. Genau wie hier. Und dann hat man sogar noch einen Medipack. Ja, jetzt wird es gleich ein bisschen tricky. Wie war das jetzt nochmal? Weiß ich gar nicht mehr so genau. Ah, ja, okay. Was ist hier so um die Ecke? Wieder hier. Ah ja, genau. Jetzt muss ich hier drauf. Genau positionieren. Und der ist jetzt auch ein bisschen tricky. Oh, nicht runterfallen da. So schräg? Na, war zu schräg, ne? Ja, so beim 15. Mal sollte das spätestens funktionieren. Aha! End jetzt funktioniert. Keine Ahnung wie, aber auf jeden Fall, ich bin da erstmal jetzt dort, wo ich sein möchte.
Prima. So, das Geheimnis habe ich gelüftet. Jetzt kann ich mich um das eigentliche Levelziel hier kümmern. Ja, genau, jetzt muss ich hier runter. Und hier habe ich noch so einen Mechanismus. Den betätige ich auch mal eben. Muni, immer gut. Immer her damit. Ups. Und es müsste jetzt hier die Schriftrolle sein. Jawohl. Das wäre jetzt, glaube ich, Schriftrolle Nummer 1. Ich brauche 3 Stück insgesamt. Ja, dann gehen wir zurück, würde ich sagen. Genau, wo wir gerade mal hier sind. Na, und könnt ihr auch einmal kurz gehen? Könnt ihr... Na, Lara, was machst du? Könnt ihr jetzt hier die Abkürzung einmal aktivieren? Wo ist der Hebel? Da ist der Hebel. Da gehe ich jetzt aber nicht her. Nehmen wir den oberen Weg. Da müssen wir überlegen, wie das nochmal war. Genau. Ja, den können wir schon mal hier eindrücken. Was der bewegt, keine Ahnung. Oh. Da ist der Gong. Den sammle ich ein. Ach, bestimmt ging nur das Eindrücken die Tür hier auf. Könnte ich mir das vorstellen. So, das hätten wir jetzt auch. Gut, machen wir weiter. Ja, komm. Na, geht doch. Hast du was für mich? Hast du etwa was für mich? Schön. Also. Komm nicht gleich so. Genau, jetzt hier nach oben. Na siehste, geht doch. Aha. Wo wir gerade mal hier sind, gehen wir nochmal eine Etage nach oben. Wie war das nochmal? Ja. Ich glaube, so war das. Ja. Da können wir uns mal so ein Geheimnis einsacken, würde ich sagen. Aha.
Oh, hier findet man schon so einiges, ne? Liegt da eigentlich auch was? Ich bin mich noch nie hergelaufen. Ja, ja. Ja, können wir hier wieder runtergehen. Und was machen wir jetzt? Genau, jetzt gehen wir hier und holen uns die zweite aber schnell, Schriftrolle. Zack, da ist er. Okay, warum nicht? Könnte ich eigentlich auch machen. Dann holen wir uns die dritte Schriftrolle. Passt das? Oh, muss passen, ne? So, jetzt wird es interessant. Ah, weil hier muss man nämlich bestimmte Kombination einhalten. Wenn man die, sagen wir schnell, die Hebel betätigt. Und vor allem muss man schnell sein. Das ist schon wieder eine Kombination für mich, die passt nicht so gut zusammen. So, schnell hier durch. Zweiten Hebel betätigen. Und dann wieder da durch. Schriftrolle oder Musiknote einsammeln. Oh, das war knapp, ne? Ups, ja, lauf weiter, Lara. Einmal um die Ecke. Und die Menü und die Noten einsetzen. So, Lara, jetzt Hilfe. Wie war das nochmal? Ich warte nochmal. Den Hebel jetzt betätigen. Nee, jetzt ist mir falsch gelaufen. Genau, jetzt muss ich hier rein. Die Kiste bewegen. Oh, so viel Zeit muss sein, ne? Den nächsten Block reinrücken.